Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Halloween-Special-Ankündigungsvideo. Ich habe mir Folgendes überlegt, denn Halloween fällt ja dieses Jahr ganz günstig. Wir haben einen Feiertag und einen Brückentag. Somit habe ich vier insgesamt lesereiche Tage. Zumindest mache ich sie mir lesereich. Ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen an Halloween, ja, mich auch büchertechnisch darauf einzustimmen, was Gruseliges zu lesen, vielleicht Thriller oder andere Horrorbücher, und dafür habe ich mir ein paar rausgesucht, und bei der Auswahl dürft ihr mir gern behilflich sein. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, für welche Bücher ich mich dann letzten Endes entscheide. Ich habe auf jeden Fall mir vorgenommen, Freitagabend zu beginnen. Ich habe an diesem Wochenende ausnahmsweise mal wirklich überhaupt nichts vor und werde dann Dienstag sozusagen Abend den ja, kleinen Lese-Halloween-Vlog beenden oder Halloween-Lesemarathon, will ich es mal nennen. Und ich versuche euch zwischendurch dann auch immer so ein paar Sequenzen, so ein paar Eindrücke, die ich aus den gleich gezeigten Büchern ja, haben werde, euch auch mitzuteilen und das zu einem kleinen Video zusammen zu schnibbeln. Ich habe mir vorgenommen, ein paar Serien und Filme diesbezüglich auch zu schauen, welche. Da bin ich mir aber noch gar nicht so sicher. Das lasse ich mir mal so ein bisschen offen. Es sind ja im Moment viele, viele Videos unterwegs, die ganz, ganz tolle Büchertipps, Serientipps und Filmtipps für Halloween anpreisen. Und da habe ich mir auch schon das eine oder andere angeschaut. Und ja, bin da aber noch, wie gesagt, bei Serien und Filmen etwas offen. Und bei den Büchern, ja, da habe ich mir jetzt insgesamt, ich glaube, 12 waren es an der Zahl, rausgesucht, die alle so einen leichten Gruselfaktor, zumindest hoffe ich, das beinhalten. Und das erste Buch, das habe ich auch schon angefangen. Und zwar ist das von Jussi Adler-Olsen, das Alphabethaus. Dieses Buch spielt zu 1944, zum Zweiten Weltkrieg. Und hier geht es um zwei Piloten, die über Deutschland abstürzen. Und damit man sie nicht als ja, englische Kampfpiloten, als den Feind sozusagen erkennt, tarnen sie sich, indem sie sich ja, als psychisch Kranke ausgeben und landen dann im sogenannten Alphabethaus. Das ist sozusagen, ja, wie nennt man das? Eine Klinik, kann man, ein Sanatorium, genau, ein Sanatorium für Geisteskranke. Und ob sie das überleben und wenn ja, unter was für Umständen, da bin ich jetzt noch dabei, das herauszufinden. Also ich denke mal, dass ich das, also das Buch hat 600 Seiten, ich habe auch gerade erst angefangen, die ersten paar Seiten darin zu lesen, dass ich das vielleicht dann so beenden werde in den ersten Tagen. Also das, davon erfahrt ihr definitiv mehr. Und die anderen Bücher, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die sind sozusagen von meinem Sub gegriffen. Und ja, vielleicht habt ihr so den ein oder anderen Tipp, welches Buch ihr mir empfehlen würdet, dass ich ne, nicht alle davon schaffe. Das ist mir jetzt natürlich völlig klar, euch wahrscheinlich auch. Ich zeige euch mal das erste Buch, was es in die engere Auswahl geschafft hat, nämlich Das Seelenhaus von Hannah Kent. Das Ganze spielt in Island, 1828, und allein schon dieses düstere Island um diese Zeit, das macht es schon mal ganz besonders. Aber es geht hier um eine Magd, nämlich Agnes. Agnes ist eigentlich eine sehr selbstbewusste Frau, doch sie wird eines Tages des Mordes angeklagt. Ja, sie wird wohl auch zum Tode verurteilt, und bis zu ihrer Hinrichtung soll sie dann bei einem bestimmten Beamten verbringen. Und die sind natürlich nicht so positiv überrascht und begeistert davon, dass sie jetzt eine Mörderin bei sich beherbergen sollen. Bis eines Tages Agnes anfängt, über ihr Leben zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie ausspricht, Agnes oder Agnes. Ja, ich habe auf jeden Fall zu diesem Buch schon so viele gute Stimmen gehört, dass das einfach mit jetzt auf diese Liste muss. Und das Buch ist vom Cover her, finde ich, schon so Halloween-tauglich irgendwie. Es hat schon so einen gewissen Gruselfaktor durch diesen anonymen schwarzen Balken, der ihr da über die Augen gelegt wurde. Ja, also sagt mir auch gerne, wenn ihr hier einen Tipp zu habt, eine Meinung zu habt oder eine Empfehlung, ob das jetzt auf jeden Fall mit in meine Halloween-Leseliste rutschen soll oder auch nicht. Das nächste ist auch, glaube ich, ein etwas bekannteres von S.J. Watson, Ich darf nicht schlafen. Man erfährt jetzt auf dem Klappentext auch nicht so wahnsinnig viel. Es geht auf jeden Fall um eine Person, die weder eine Erinnerung hat an sich selbst, an die eigene Identität oder an Menschen, die er oder sie liebt, und auch vor allen Dingen den eigenen Namen nicht kennt. Und dann hat man aber eine Person, der man irgendwie vertraut, aber man weiß auch nicht, erzählt sie einem die Wahrheit oder nicht. Bei dem Buch ist es ähnlich. Ich habe bislang auch nur gute, positive Rezensionen dazu gehört, und deswegen ist auch dieses endlich mal auf die ja, Näher-Lesen-Liste jetzt gerückt. Und zu Halloween dachte ich, passt das vielleicht einfach gut. Also Thriller soll es ja auch sein, wahrscheinlich auch ein Psychothriller.
Jetzt komme ich mal in so ein ganz anderes Genre. Ich glaube, dieses Buch haben vielleicht auch schon einige von euch gesehen. Das sieht schon sehr, sehr bunt aus. Es heißt Nightmares von Jason Segel. Das ist ja der bekannte Schauspieler aus der Serie How I Met Your Mother. Irgendwo war hier auch ein Foto drin. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls geht es hier um den 12-jährigen Charlie. Und Charlie muss bei seiner Stiefmutter in die Villa einziehen und er wird des Nachts von furchtbaren Albträumen geplagt. Aber diese Monster und Ungeheuer, die ihn da verfolgen, die scheinen viel, viel realer, als es normalerweise in seinen Träumen der Fall ist. Und irgendwie, ja, versucht er jetzt alles, um nicht einzuschlafen. Und irgendwie eine Lösung für dieses Problem zu finden. Auch hier gibt es viele, viele gute Rezensionen. Der Buchschnitt ist total genial. Das Cover schreit eigentlich nach einem Halloween-Buch. Ich weiß auch nicht, wann ich es sonst mal endlich lesen soll. Habe aber so ein bisschen die Befürchtung, weil der Protagonist 12 ist in diesem Buch, ob das wirklich jetzt so den Gruselfaktor in mir auslöst. Aber auch hier habe ich viele, viele gute Rezensionen bereits schon zugehört. Und von daher habe ich es jetzt einfach mal passend zu dem Thema auch mit ausgesucht. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich hier noch ein Buch liegen von Codian McFadden. Und zwar heißt das Buch Der Menschenmacher. Hier geht es um drei Personen, David, Allison und Charlie. Man erfährt, dass sie lange in einem Haus sind, das sie nicht verlassen dürfen. Es ist ihnen verboten. Und zwar hat es der Dad verboten. Aber dieser Dad, das ist eigentlich gar nicht ihr richtiger Vater. Aber er will, dass er von den dreien so genannt wird. Und es ist besser, dass sie auch tun, was er sagt, denn sonst wird Schlimmes passieren. Doch das hört bald auf, denn heute ist der Tag, an dem die drei ihren Dad töten wollen. Mehr erfährt man nicht auf dem Klappentext. Ich finde, es klingt unglaublich spannend, unglaublich interessant. Ich weiß auch nicht, ob die Protagonisten erwachsen sind, ob es kleine Kinder sind. Das macht es natürlich dann auch immer viel was gruseliger, finde ich, wenn es kleine Kinder sind, die in irgendeiner Form ja vielleicht körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Also falls auch jemand hier schon irgendwas zu dem Buch weiß oder kennt, und ob es unbedingt auf meine Halloween-Leseliste wandern soll, dann schreibt mir auch das gerne mal in die Kommentare. Der nächste Autor ist, denke ich, auch relativ bekannt. Und zwar geht es um Chris Carter, der Totschläger. Auch von ihm habe ich bereits ein Buch gelesen und das hieß Der Totenkünstler. In diesem Buch ging es relativ blutig und brutal zu. Ich erwarte Ähnliches von diesem Werk auch. Wobei auf dem Klappentext erfährt man wirklich nichts. Es geht auf jeden Fall um Robert Hunter, um eine anonyme Stimme, die zum Spielen einlädt. Aber Robert Hunter ist ein Spielverderber, also er hat da nicht wirklich viel Spaß bei diesen Morden. Und ich bin hier sehr, sehr gespannt und denke mal, das könnte auch ein gutes Buch für Halloween sein. Versetzt einen auf jeden Fall, denke ich, in so eine gruselige, blutige Atmosphäre. Des Weiteren geht es um ein Buch von Wolf Dorn, Phobia. Dieses Buch habe ich auch schon recht häufig gesehen, Gutes von gehört. Ich habe auch von Wolf Dorn... habe ich von Wolf Dorn schon was gelesen? Jetzt muss ich lügen. Wolf Dorn. Ich glaube, von Wolf Dorn habe ich noch gar kein Buch gelesen. Das müsste jetzt auch, wenn dann, das erste sein, meine ich. Auf jeden Fall geht es hier um eine Thematik, ich glaube, die schon des Öfteren in Büchern zum Tragen kam, nämlich Sarah wacht irgendwie nachts auf oder wird aufgewacht von ihrem angeblichen Mann. Das sind eigentlich alles so bekannte Geräusche, die Tür wird geöffnet, Schritte kommen rein und wer dann aber nicht in der Tür steht, ist ihr Mann, aber der behauptet es zu sein. Und sie ist erstmal total perplex und zweifelt an sich selber, spielt das Spiel aber mit, weil ihr 6-jähriger Sohn nebendran im Schlafzimmer liegt und das Ganze entwickelt sich zu einem ganz perfiden Psychospiel, der mit menschlichen Urängsten umgeht, wird hier nochmal sozusagen unter dem Klappentext kommentiert. Gut, dieses hässliche Aktionspreisschild, wenn wir uns das jetzt wegdenken, dann sieht man ja hier so einen Puppenkopf und ich finde auch dieses Cover hat schon irgendwie so was Gruseliges, was Halloween-mäßiges. Und hier bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Als nächstes habe ich ein Buch ausgesucht, da bin ich überhaupt gar nicht sicher, ob das überhaupt in die Kategorie Thriller fällt. Und zwar ist das Dämon hinter Spitzenstores von Ruth Rendell. Das ist übrigens eine weibliche Autorin, die wohl eine sehr bekannte Kriminalautorin sein soll. Und hier hinten auf dem Klappentext erfahren wir, dass es ein Mann ist, der gelernt hat... oder der im Prinzip nur eins mit Frauen anzufangen weiß. Und lächelnd geht er dann auf eine Frau zu und tut es. Der ganze Klappentext, das hört sich so ein bisschen an, als würde er vor einem Schaufenster stehen. Also er sieht dann eine Frau mit weißer Haut und die steht irgendwie an einer Mauer gepresst mit einer Handtasche um und trägt ausgetretene schwarze Schuhe.
Könnte also eventuell auch so eine Art vielleicht Prostituierte sein. Also ich denke auch mal, er wird nichts Nettes mit den Frauen anzufangen wissen, dem Cover und dem Klappentext irgendwie so ein bisschen nachzu beurteilen. Zumindest würde mir das mein Gefühl sagen, aber genaueres weiß ich wirklich nicht. Und ich bin halt sehr, sehr unsicher, ob das ein richtiges Buch für Halloween wäre. Naja, aber wie gesagt, falls es jemand von euch kennt, der darf es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und die Meinung auch dazu, beziehungsweise die Empfehlung. Als weiteres Buch habe ich mir noch rausgesucht vom bekannten Autor Richard Layman, Das Spiel. Von ihm habe ich auch noch nichts gelesen. Das ist mein einziges Buch von ihm auf dem Sub. Aber selbst Stephen King sagt, es wäre ein Fehler, Richard Layman nicht zu lesen. Und wenn Stephen King das sagt, da muss da was dran sein. Denn auch ich habe dieses Jahr das erste Mal ein Buch von ihm gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich Stephen Kings S. Auch den Film habe ich dazu gesehen. Und hier geht es um eine junge Bibliothekarin, die einen Umschlag mit 50 Dollar bekommt und da Aufforderung, sich an einem ominösen Spiel zu beteiligen. Und das tut sie dann auch. Die Aufgaben sind am Anfang relativ ja einfach noch und jeweils um Mitternacht verdoppelt sich dann auch ihre Belohnung für die gelöste Aufgabe. Aber diese Aufgaben werden dann irgendwann immer schwerer, immer härter, bis aber auch für Jane oder bis es für sie auch kein Zurück mehr gibt. Und das Spiel artet dann zu einem reinsten Terror aus. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Passend für Halloween, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, wer auch dieses Buch schon kennt, darf gerne hier mal einen Tipp oder eine Meinung dalassen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann kommen jetzt noch zwei Romane von einer gleichnamigen Autorin. Und zwar ist das Joy Fielding, Die Katze. Ich muss dazu gestehen, ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Katzenfreund oder Katzenliebhaber, aber ich glaube, der Titel hat vielleicht nicht unbedingt was hiermit zu tun. Es geht auf jeden Fall um Charlie, das ist eine alleinerziehende Mutter und Journalistin von zwei Kindern, die eines Tages eine ganz, ganz furchtbare E-Mail erhält, nämlich Jill Romer, die des kaltblütigen Mordes an drei Kindern überführt wurde und im Gefängnis auf ihre Hinrichtung wartet, bietet Charlie ihre Geschichte jetzt exklusiv für ein Buchprojekt an. Zunächst zögert die Journalistin, aber schließlich willigt sie ein. Und während sie sich aber noch damit beschäftigt, ihre ersten Recherchen über Jill einzuholen, bekommt sie plötzlich entsetzliche Drohbriefe, in denen der Tod ihrer Kinder angekündigt wird. Charlie ist natürlich außer sich vor Angst, denn sie ahnt, dass sie Geister rief, die ihr selbst zum mörderischen Verhängnis werden können. Der Klappentext hört sich wirklich sehr, sehr gruselig und furchtbar, also Halloween-mäßig an, also passend irgendwie zum Thema. Ich habe von Joy Fielding bislang auch noch nichts gelesen. Und das zweite Buch, was ich hier noch im Petto habe, ist ebenfalls Am seidenen Faden, auch von der Autorin Joy Fielding. Und ja, hier steht eine Frau, die über Leichen geht, ein diabolisches Spiel nimmt seinen Lauf. Also auch so ein bisschen hat es mich hier neugierig gemacht. Wie schön könnte das Leben für Kate Sinclair in ihrem Traumhaus in Palm Beach sein? Doch die wohlgeordnete Welt der erfolgreichen Familientherapeutin zeigt Risse. Denn ihre ältere Tochter rebelliert, ihre Mutter terrorisiert die Umwelt. Und ihre exzentrische Halbschwester Joe verkündet öffentlich, sie wolle einen Mann heiraten, dem die Ermordung von 13 Frauen zur Last gelegt wird. Und plötzlich sieht Kate sich und ihre Familie hineingezogen in die nachtschwarze Welt eines unberechenbaren Psychopathen. Also auch hier weiß ich nicht, ob es ein Psychothriller ist. Deklariert ist es als Roman. Ich weiß nicht so genau, was mich bei Joy Fielding erwartet, womit man bei der Autorin sozusagen rechnen kann. Ist das eher so Krimi? Ist das eher Thriller? Ist das so Psychothriller? Und ja, auch hier würde ich mich überraschen lassen, bin aber auch unsicher, ob dieses Buch so sehr weit oben auf dieser Halloween-Leseliste steht. Und das allerletzte Buch, zu dem wir jetzt kommen, das ist von Steinar Bragi namens Hochland. Das Buch spielt auch irgendwo in einer ganz, ganz kalten Gegend, in einer kühlen Gegend, wollte ich schon sagen. Genau, in Island nämlich wieder. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Klappentext vor so ewig langer Zeit gelesen. Ich muss den auch noch mal ganz grob überfliegen. Sie hatten das Gefühl, dass jemand draußen auf sie wartet, in der Dunkelheit, ihren Namen flüsterte. Eigentlich wollten sie nur der Hektik des Großstadtlebens entfliehen und ein paar Tage in der Einsamkeit des kargen isländischen Hochlands campen. Doch als die vier jungen Leute im dichten Nebel vom Weg abkommen und mit ihrem Jeep in ein entlegenes Haus rammen, sind sie gezwungen, die Nacht dann dort zu verbringen.
Das Haus ist bewohnt, ein verschrobenes altes Ehepaar verhält sich sehr seltsam und schon bald erkennen die Städter mit Grauen, dass ihr vermeintlicher Zufluchtsort zum Gefängnis wird. Dieses Buch ist relativ dünn, das hat nicht so viele Seiten, ich glaube um die 300, genau, um 302, um genau zu sein. Und ich dachte mir, damit ich ein bisschen mehr schaffe, ist das vielleicht auch ein Argument, eine gute Wahl, mit Büchern vielleicht auch zu beginnen, ja, die vielleicht nicht ganz so viel sind. Denn wenn ich mir jetzt nur 600 Seiten Bücher raussuchen würde, dann hat dieser Lesemarathon vielleicht nicht so viel Effekt. Also vielleicht natürlich schon, klar, aber viele Bücher wollte ich mir eigentlich vornehmen zu lesen an diesen 4 Tagen, an diesem Halloween-Lesemarathon. Und ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eins, was definitiv mit auf die Liste rutscht, weil das klingt wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und ja, das Buch, was ich natürlich schon angefangen habe, ebenfalls. Bei den anderen bin ich mir noch ein bisschen unsicher und ja, vertraue da auch immer gerne auf Tipps und Empfehlungen eurerseits. Und lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, was ihr so an Halloween macht. Habt ihr Filme, Serien, Bücher, die ihr euch auch vornehmt zu lesen? Und ja, falls natürlich auch Lust hat, irgendjemand gemeinsam ein Buch zu lesen von den eben gezeigten, dann darf er das natürlich auch gerne in den Kommentaren verkünden. Da bin ich immer für offen. Ja, dann schließe ich jetzt dieses Video ab an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zusehen, viel Spaß an Halloween. Und ja, wir werten dann natürlich in dem nächsten Vlog-Video sozusagen die Bücher aus, die ich jetzt hier mir vornehme oder raussuchen werde. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.